wie ihr bestimmt mitbekommen habt, oder wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, bin ich umgezogen. Und zwar wieder zurück zu meinen Eltern. Und ich habe ja nie so eine Wohnungstour gemacht in meiner alten Wohnung. Aber irgendwie habe ich jetzt doch Lust, mal zu zeigen, wie ich so wohne. Und deswegen habe ich heute eine Roomtour für euch. Ja, es ist halt nur ein Zimmer jetzt. Oder das heißt, nur es ist halt ein Zimmer. Und ich wohne im Keller. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, auch wenn man manchmal echt viel vom Tag verpassen kann, wenn man irgendwie den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt oder so. Aber es ist eigentlich schon echt ganz gut so. Und ja, genau, es ist ein relativ großer Raum eigentlich. Also ich kann mich hier auf gar keinen Fall beschweren. Ich habe auch mein eigenes kleines Badezimmer hier unten. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt schon mal, wie es hier aussieht. Es kann gut sein, dass sich nochmal so ein bisschen was verändern wird, weil ich bei Ikea schon Möbel gesehen habe, die ich echt schön finde. Auch so vielleicht so ein Bücherregal könnte hier ganz gut irgendwo rein. Aber das muss man dann schauen, wenn es soweit ist. Erstmal bleibt es so und jetzt möchte ich auch einmal mit durch meinen Raum nehmen. So, das ist der Blick, den ihr habt, wenn man in meiner Tür steht. Man sieht eigentlich schon fast alles von meinem Zimmer und ich mag so indirekte Beleuchtung, deswegen habe ich das Licht nicht an. Ich kann es ja mal einmal anmachen. Ja, ist natürlich direkt heller, aber irgendwie finde ich es so deutlich schöner. So, und wenn man dann hier so in der Tür steht, kann man sich hier so links hindrehen. Da liegt immer mein Schlüssel, mein Portemonnaie, da ist noch ein leerer Bilderrahmen. Muss ich mal schauen, was ich da für ein Foto rein tue. Dann sehen wir da meine Schultasche, ein bisschen in die Ecke geworfen. Und dann gehen wir erstmal hier so nach rechts weiter. Hier ist halt Spiegel. Ich habe eine wunderschöne pinke Jogginghose an. So sieht sie aus. Also nicht heute den ganzen Tag, aber jetzt gerade halt schon. Und ja, das ist eine Handtasche. Die hängt halt hier. Ich finde die ganz schön. Mit den Bommels. Das sieht man echt schlecht. Da. Ein bisschen Gold, schwarz-braun. Ja, meine Steiltasche, Reitsachen und mein Schreibtisch mit so einem Stuhl hier. Und ja, was gibt es hier großartig zu sagen? Was kann ich euch zeigen? Genau, ich habe hier, ich gehe mal einmal näher ran. Moment, ich setze mich mal einmal auf meinen Stuhl. Ich habe hier so einen Kalender, den habe ich von meiner alten Reitbeteiligung geschenkt bekommen. Total süß. Mit Robinio mit mir. Ja, dann habe ich hier so ein paar Ordner, Schulsachen, Stifte, Patronen, noch mehr Stifte, einen Block, mein Stativ, mein Aspaspray, mein Farbmalkasten. Dann habe ich hier so eine Kiste mit Bastelsachen, also so bunter Pappe, Washi-Tape und so weiter und so fort. Hier unten habe ich so ein paar Medikamente drin. Ja, da oben liegt noch ein Spiel, meine Kameratasche. Ja. Das war es auch schon mit meinem Schreibtisch eigentlich. Der ist, ich guck mal einmal, ob man das so gut sieht. Der ist weiß, hat hier so einen schwarzen Glasstreifen in der Mitte. Ja, hier habe ich dann noch so eine Lampe. Ich mach die mal einmal an. Die ist ziemlich hell. Ja. Links an meinem Schreibtisch steht dann hier eine Kommode. Da sind auch Klamotten von mir drin, da zeige ich euch jetzt nicht genau, was drin ist, weil ich denke, es interessiert euch eh nicht so richtig. Ich kann grob eine Übersicht geben. Unterwäsche, Socken, Reit-T-Shirts, Jeans, ich glaube, da ist noch gar nichts drin. Doch, so alte Pullover und Jacken fürs Reiten. Dann habe ich hier oben drauf einen Hut, einen Strohhut. Den habe ich mal auf einer Party bekommen. Und dann habe ich hier noch so ein Raumduft, ein Teelicht ohne Teelicht, eine Vase ohne Blume, einen kleinen Engel. Den finde ich auch echt schön, also den mag ich echt gerne. Meinen Wecker von Ikea, den finde ich auch irgendwie total toll. Ich benutze ihn zwar nicht, weil ich immer mein Handy benutze, aber ich finde, der sieht einfach irgendwie ganz süß aus. Dann haben wir hier meinen Kleiderschrank. Ich sehe schon wieder richtig gut aus mit der Jogginghose, aber naja. So bin ich halt, ihr kennt mich so und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich öfter so rumlaufe. Ich glaube, jeder läuft gerne in meinen Jogginghose rum. Ja, das ist mein Kleiderschrank, auch mit Spiegel, ich denke mal, hat jeder im Zimmer. Dann kommen wir hier zur zweiten Kommode, da sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei der anderen. Also auch wieder Socken, Unterwäsche, T-Shirts, Pullover. Wieso weiß ich immer die unterste Schublade nicht? Mach mal T-Shirts.
Ja. Dann haben wir hier oben die Tribute von Panem, weil ich die echt ganz gut finde. Da habe ich hier so eine kleine Kiste, da sind Lampen drin. Hier das. Das hat noch nicht so richtig irgendeinen Sinn eigentlich. Das ist einfach, das sieht einfach nett aus. So, dann kommen wir hier zu meinem Bett oder zu meiner Bettecke. So. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen schnaufe. Ich bin noch total erkältet. Ja. Ja, jedenfalls haben wir hier da die Lampe. Und das Bett. Auf meinem Bett habe ich Bruno. Hier, ja, hier. Den habe ich bestimmt schon 2-3 Jahre und der ist einfach super. Also, der darf auch immer im Bett schlafen. Ja, Hello Kitty Bettwäsche. Ein bisschen pink, weil ich das sonst natürlich gar nicht habe in meinem Leben. Und das passt einfach zu mir. Dann hier auf meinem Nachttisch habe ich ganz unspektakuläre Dinge. Ich setze mich gerade mal aufs Bett. Mein Nintendo DS. Oh Wunder, er ist rosa. Meine Powerbank, eine Flasche Wasser. Bodylotion, Taschentücher, Kopfhörer, Aspirin, Muskelverspannungsgel, weil meine Beine so weh taten die letzten Tage. Eine Lampe, eine Mehrfachsteckdose mit meinem leeren iPhone-Ladekabel-Adapter. Ja, hier unten habe ich da noch so ein bisschen Kleinzeug drin, da ist aber eigentlich nichts Besonderes, da liegt ein Buch drin, das weiß ich. Und ansonsten sind die Schubladen sogar noch leer. Ich habe gar nicht so viel Zeug, dass ich das alles verstauen kann hier. So, gucken wir mal einmal weiter durch mein Zimmer. Ach ja, ich habe hier noch so eine Lichterkette. Leider fehlen mir da 2 Kugeln. Aber ansonsten habe ich sowas über meinem Bett hängen. Und ich hätte gerne noch irgendwie ein Bild oder so vom Robinho hier hängen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Dann kommen wir hier zu meinem DVD, CD, Playstation, Hörbuch, Regal. Das ist ein Bild durcheinander gewürfelt. Es ist noch keine Ordnung mehr drin. Aber für die CDs und so ist es schon mal echt ganz gut, dass ich sie jetzt ordnen kann. Ja, soweit so gut. Dann gucken wir mal, ob das Kabel weit genug reicht. Weil es fehlt ja noch... Ja, okay, ihr seht es gerade schon. Wenn ich durch meinen Raum laufe, laufe ich nämlich direkt, wenn ich vom Bett aus aufstehe und aus meinem Zimmer gehen möchte, laufe ich direkt auf meinen Schabrackenständer zu. Ja, der steht bei mir mitten im Schlafwohnzimmer. Aber ich finde es auch einfach schön und ja, alles frisch gewaschen. Es stinkt hier also nicht nach Pferd. Wobei Pferde ja auch nicht stinken, sondern duften. Ja, neben meinem Schabrackenständer sehen wir dann mein Fernsehregal. Ich versuche es mal frontal drauf zu kriegen. So. Ja. Ups. Ja, das ist einfach ganz normal, ne? Ein Fernsehregal halt von Ikea, dieses Regal hier, habe ich 4 so schwarze Kisten, 2 weiße und 2 Blümchen. Ja, ein kleiner Fernseher, Glücksbringer, ich weiß nicht, seht ihr die da? Da sind meine Glücksbringer, 2 Mal nach Zahlenbilder, ein Himbeer, so sieht man meinen Finger besser. Nochmal eine Lampe, das ist die gleiche, wie ich auch im Bett habe. Das Bild zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen näher. Das ist nämlich wieder der Robinho und ich. Also das sind wieder Robinho und ich. So rum. Playstation, Receiver, DVD-Player. Was man halt so braucht zum Fernsehen gucken. Ja. Und hier vorne ist da noch mein Couchtisch. Oh, da blinkt mein Handy. ja, mein Handy, mein Laptop, mein Couchtisch. Meine DS-Tasche mit Peach. Also die ist auch rosa. Nochmal ein Asthma-Spray, Hustentropfen, weil ich ja so erkältet war. Meine kleine Knickblume, die zeige ich auch gleich von Namen, die ist echt cool. Nochmal ein Teelicht, diesmal mit Teelicht drin, also mit Kerze, die könnte ich sogar anmachen. DVDs, ein Apfel. Ja, dann versuche ich euch mal noch das Sofa drauf zu kriegen. So, wenn man jetzt also von der Tür aus nicht nach rechts zum Schreibtisch, sondern nach links guckt, guckt man direkt auf mein Sofa. Mein Sofa ist knallrot. Ich mag das sehr gerne. Ich habe hier so eine kleine weiße Decke zum Kuscheln, wenn es mir ein bisschen kälter wird. Und ganz viele Kissen, wie sich das halt so gehört. Mein Couchtisch aus der anderen Perspektive. Und hier hängt meine Schleife, die ich dieses Jahr mit dem Robinho gewonnen habe. Und hier neben habe ich einen Bilderrahmen.
Das ist der Rubinho, das ist auch der Rubinho. Und das ist das Pony oder das Kleinpferd meiner besten Freundin, das ist Lord. Dem bin ich da das erste Mal gesprungen und ja. Dann kommen wir hier nochmal zu dem Bild, was ich euch zeigen wollte. Ja, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da hatten wir Oktoberfest am Stall und natürlich sind wir alle mit dir nochmal aufs Pferd gegangen. Das war super cool und hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich hier so lebe und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt mich noch ein bisschen besser kennengelernt. Und ja, das war mein Zimmer. Das Badezimmer habe ich euch jetzt nicht gezeigt, das sieht aus wie das andere Bad auch. Nichts Besonderes und ja. Ach, guck mal, da sieht man die Schleife im Hintergrund und die Schabracken im Hintergrund. Perfekter Winkel, alles Wichtige getroffen. Ja, das war es erstmal von mir und ich sag erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao!